could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir in Stick Bro. Das Spiel ist ja, glaube ich, vor 3 Tagen, wenn ihr das Video seht, rausgekommen. Und vor 2 Tagen habe ich das erste Video hochgeladen und da hatte ich ja noch alles, was es in Stick Bro gibt, außer die Maps eben, weil dafür muss man ja leveln. Das Ganze sieht jetzt schon ziemlich anders aus. Ich habe ja schon gesagt in dem Video, es kann sein, dass ich das Ganze nochmal verliere und auch die Coins und auch die Gems nochmal verliere. Das ist eben auch jetzt passiert, aber es kann sehr gut sein, dass ich in den nächsten Tagen das Ganze wiederbekomme. Also werdet ihr wahrscheinlich in dem nächsten Video von Stick Bro wiedersehen, dass ich wieder alles habe, also jeden einzelnen Skin. Und dass ich jedes einzelne Gadget auf Maximum gepumpt habe. Aber heute geht es nicht um irgendwelche Items, sondern um das Grassland, also um das Grasland. Ich habe es mir eben gerade gegönnt, haben wir auch, glaube ich, schon in der anderen Folge auch gegönnt. Jetzt musste ich ja natürlich auch schon mal vom Level wieder neu anfangen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und würde sagen, wir testen mal die erste neue Map, also die zweite Map. Let's go. Ihr seht schon, Highscore ist auch jetzt bei 20.000. Den will ich auf jeden Fall noch in die Höhe treiben. Leider geht das Leaderboard noch nicht bei der Android-Version, also bei Google Play geht das Ganze leider noch nicht. Das ist schade, weil dann würde ich natürlich erstmal den Weltrekord anstreben, beziehungsweise würde ich natürlich ganz nach oben ans Leaderboard. Und das werden wir auch auf jeden Fall noch in einer weiteren Folge machen, für den Fall, dass das Leaderboard mal funktionieren sollte. Aber ich muss sagen, designisch ist das eigentlich ganz cool. Ich hätte vielleicht gedacht, es gibt noch eine andere Musik, aber die Musik ist gleich. Also die Musik, die man hier im Hintergrund hört, ist auf jeden Fall dieselbe wie bei der ersten Map. Das wäre auf jeden Fall auch noch ein cooles Upgrade gewesen, aber ansonsten glaube ich, ist eigentlich nur der Hintergrund anders und eben der Boden. Und ansonsten ändert sich jetzt hier an der Map zumindest nicht viel. Aber sieht trotzdem ziemlich nice aus, hat so ein bisschen Minecraft-Vibes, weil da auch alles so grün ist. Nein, keine Ahnung. Also auf jeden Fall erinnert mich das schon irgendwie so ein bisschen an den Dirtblock von Minecraft, wo oben das Gras dran ist und darunter halt die Erde. Also keine Ahnung, der Boden erinnert mich auf jeden Fall daran. Und der Hintergrund sieht eigentlich auch ganz schön aus. Ist zwar verschwommen, damit man sich hier auch schön aufs Spiel konzentrieren kann, denke ich mal. Aber eigentlich ganz sick. Mal sehen, wie weit wir in dieser Runde kommen. Vielleicht mache ich auch noch mehrere Runden. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Hier war es schon kritisch. Oh, zweimal kritisch. Fast hätten wir verkackt. Aber es läuft noch weiter. Wir werden auf jeden Fall versuchen, mal wieder unseren eigenen Rekord zu brechen. Eventuell knacke ich ja die 20.000, auch wenn ich sagen muss, 20.000 waren schon gar nicht so einfach. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch das andere Spiel von diesem Macher gespielt. Also Macher von Stick Bro ist ja auch der Macher von Shoot the Box gewesen. Und da muss ich zum Beispiel sagen, dass das deutlich einfacher war. Also da habe ich ja 700.000 Punkte. Das ist hier auf jeden Fall noch ein sehr, sehr langer Weg. Mal sehen, wie weit ich hier komme und ob ich eventuell auch irgendwann mal einen sehr, sehr krassen Weltrekord aufstellen werde. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf und will das Ganze natürlich auch sehr gerne in einem Video machen. Aber erstmal muss ich wieder ordentlich leveln bzw. ordentlich Coins sammeln, damit ich wenigstens die ganzen Fähigkeiten auf Maximum habe. Weil die sind natürlich ziemlich wichtig dafür, um seinen Rekord aufzustellen. Auch wenn ich sagen muss, dieser Rekord von 20.000 ist auch mein allgemeiner Rekord. Also ich habe das Spiel ja wie gesagt jetzt schon öfter mal den Zeit gehabt und so und verliert man alles. Deshalb habe ich ja auch momentan eben nicht so viele Coins und Gems. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Rekord nie besser war. Also die 20.000 Punkte sind bis jetzt mein allerbester Rekord. Also ich habe noch keinen höher aufgestellt. Und das, obwohl ich in dem anderen Jahr maximale Fähigkeiten hatte. Also ich hatte meine Fähigkeiten da ja auf Maximum und trotzdem bin ich nicht weitergekommen als hier. Aber das liegt auch daran, dass ich jetzt schon ein bisschen besser geworden bin und auch schon deutlich mehr gezockt habe eben. Nach wie vor ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ich hoffe natürlich, dass hier noch viele Updates kommen werden. Einerseits neue Skins, andererseits natürlich auch vielleicht neue Fähigkeiten. Ich kann ja auch mal ein paar Ideen sagen. Vielleicht mache ich mal eine Ideenfolge für Stick Bro, was ich so nice fände an dem Spiel, was neu dazukommen könnte. Ganz oben in der Liste ist natürlich der Multiplayer. Der wäre natürlich am geilsten. Eben in der Runde haben wir schon leider bei 15.000 verkackt. Vielleicht kommen wir diese Runde ja weiter. Was natürlich auch noch ganz cool ist, dass die Laufanimation hier auf der Map anders ist. Beziehungsweise nicht das Laufen, sondern eben bei der ersten Map kam ja Dreck daraus. Jetzt kommt immer noch Dreck daraus. Also aus dem Boden, wenn wir über den Boden laufen oder sliden. Aber jetzt kommen eben grüne Sachen aus dem Dreck. Schade, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Ärgerlich. Es war trotzdem eine ganz nice Runde und ist jetzt mal egal. Ich kaufe jetzt
Eigentlich wollte ich am liebsten auf die Double Coins nochmal sparen. Ja, das mache ich auch. Ich dachte, komm, dann kaufe ich hier noch irgendein Item im Shop. Aber ich glaube, ich kann ja sowieso nächste Folge mir wieder alles leisten. Beziehungsweise werde ich das nicht nochmal extra in der Folge alles kaufen. Weil das hatten wir ja schon mal in der Folge, wo ich mir alles geholt habe. Deshalb wird es nächste Folge eventuell mit der nächsten Map weitergehen. Ich fand diese hier auf jeden Fall schon sehr nice. Ich weiß nicht, ob ich die cooler fand als die erste. Aber sind auf jeden Fall beide ziemlich cool und ich freue mich auch schon auf die letzte, dieses Iceland. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao, bis zum nächsten Mal.